Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Spiel mit Peggy von Production Line. Und ja, wir haben letztes Mal noch ganz spontan das hier eingekauft, weil ich einfach gerne noch ein bisschen mehr Ausgaben hätte, was die ganze Forscherei betrifft. Und ja, wir werden jetzt all diese Forscherei hier gleich reinknallen. Dass es noch ein bisschen schneller vorangeht. So, das werden wir nachher alles wieder entfernen. Diese Forschungsbüro werden wir jetzt brauchen, logischerweise. Danach werden wir dann wieder entfernen. Ich denke, werden wir dann nicht mehr groß benötigen. Halt fortlaufend, dass wir etwas Neues haben. Und dass wir natürlich fortlaufend auch umstellen können. Jetzt müssen wir ein bisschen achten, wie es hier vorangeht, wie es da aussieht. Oder ob wir da jetzt massiv verlieren am Gesamten. Hier sollte es auch relativ schneller vorangehen. Ich sag's mal so. Die einzelnen Produktionen. Ihr seht, es geht relativ schnell nach oben von den Prozentzahlen her. Das sind aber auch noch die kleinen Sachen. Ja, na gut, 1200 hat er auch noch. Braucht halt einfach auch die Zeit dazu. Was wichtig ist, dass wir jetzt hier nochmals anschauen müssen, ist, dass wir tatsächlich mit diesem Exportzeug hier, dass wir das reinhauen, dann können wir vielleicht tatsächlich ein bisschen Sachen verkaufen. Würde mich halt schon reizen, dass wir das so schnell wie möglich dann ausführen können. So. Eben, wie gesagt, das müssen wir jetzt beobachten. Fallen wir weiter zurück, oder viel, viel weiter zurück, können wir auch solche Forschungseinrichtungen dann kappen, dass wir das nicht mehr verwenden. Und auch hier alles entfernen, denn es ist halt schon eine gewisse, ich sag mal, eine gewisse Ausgabe dahinter. Und das sieht auch nicht besser aus momentan. Deaktivieren kann man das Ding nicht, hä? Ne, deaktivieren kann man das Ding nicht. Aber ihr seht, wie schnell das vorangeht. Müssen einfach mehr Fahrzeuge produziert werden. Schneller produziert werden, ich sag's mal so. Müssen einfach mehr auf den Markt kommen. Müssen einfach mehr auf den Markt kommen. Rabatte. Gehen wir wieder runter hier. So. Dass mehr auf den Markt kommen, was müssen wir tun? Wir bräuchten hier eigentlich eine zweite Linie. Und wir bräuchten hier auch eine weitere Linie. Wahrscheinlich, hä? Oh, Sportwagen. Was? Wow. Gut, wenn wir das Zeugs irgendwann haben. Wow. Okay, forschen. Nehmen jetzt alles einfach gleich rein. Wenn wir das fertig haben, dann können wir das wieder abbrechen. Hä? Können wir das eh wieder abbrechen. Und dann können wir da zusätzlich 3 Stück noch reinknallen. Ja, und 3 können wir hier wieder entfernen. Oh, und jetzt hat der noch eine Störung. Die Störungen häufen sich momentan, hä? Die Störungen häufen sich. Gehen wir ein bisschen näher. Na, der ist gar nicht so schlecht, diese Ansicht. So, was machen wir jetzt? Viel Geld ausgeben möchte ich jetzt momentan gerade nicht. Aber hier hinten könnte man wahrscheinlich Produktionen starten. Wie gesagt, ist es günstiger, wenn wir die Sachen einkaufen? Ist es günstiger, wenn wir die Sachen selbst produzieren? Und wenn wir eben Überproduktion haben, dass wir das Zeugs auch verkaufen können? Wow, was ist das denn jetzt? Intelligente Anschlüsse freigeschaltet. Intelligente Weiche links, rechts. Was zum Henker? Ich denn hier freigeschaltet?
Lagerhaltungen. Förderband. Oh! Aha! Ach so ist das. Ach so ist das. Boah, jetzt wird's aber dann kompliziert. Also, ich verstehe, was es ist. Wow. Ich verstehe, was es ist. Das ist ja nicht das Problem. Das kann ich ja auch drehen, oder? Ah, oh, nee, warte, kann ich das drehen? Kann ich. Jetzt nimmst du ja dann das hier, hä? Das wäre jetzt zum Beispiel hier. Dann kannst du das noch einstellen. Echt jetzt? Das heißt, wir könnten verschiedene Linien fahren. Wow. Okay. Jetzt braucht es dann aber langsam ein bisschen mehr als nur... Ja, wir bauen ein bisschen Autos zusammen, sondern jetzt geht's los mit Optimieren. Aber ich denke, wirklich optimieren, fortlaufen, geht dann einfach in die Kohle. Wobei, wenn wir von Anfang an immer optimieren, dann kann man auch mehr Kohle erwirtschaften, weil wir sind dann auch schneller unterwegs. Wir sehen hier das Bottleneck hier. Wenn wir einen weiteren machen, also ich meine, ausgelastet ist der hier unten. Der ist die ganze Zeit ausgelastet, hä? Das ist ja auch kein Thema. Der ist die ganze Zeit ausgelastet, das ist auch gut so. Ich meine, der hat wahrscheinlich selten einen Unterbruch. Nehme ich jetzt mal schwer an, der läuft. Ja? Gut, nicht in Betrieb sind ab und an, sehen wir gleich der hier. Und der hat keine Störung. Nee, der hat keine Störung. Der ist nicht in Betrieb, weil er nicht fördern kann. Die hier sind nonstop auch ausgelastet. Die sehen momentan auch nicht schlecht aus. So. Das Thema ist jetzt, wenn wir den hier einen weiteren verpassen, dann löst sich diese Schlange zwar wieder auf, das Bottleneck kommt hier und hier unten, der kommt sowieso nicht nach mit Liefern. Und der kann ab und an froh sein, wenn hier mal eine Störung wieder ist, dann kann er wieder aufbauen. Und die Chassis-Montage? Die ist hier. Eine übliche Abstandswert nicht vorhanden, Servolenkung. Entschuldigung. Das ist schlecht. Eieiei. Becky, was ist los? Very important. Sollte ab und dann wieder mal hier reinschauen, was man dann so alles macht. Nichts drin, Servolenkung. EK. Es müssen die Servolenkung darf schon sein, hä? Ja, denke ich schon. Ich glaube, da hat niemand was dagegen. K. Auch hier noch die Servolenkung rein. Wir haben ja alles selten, was drin ist. Servolenkung. Wo wird Servolenkung reingemacht? Ich meine, bringt nichts, wenn wir... Motorenbrett. Servolenkung. Windschutzscheibe, ja, allweg. Sitze. Hupe, Scheinwerfer, wo ist Servolenkung? Elektronik vielleicht? Nein. Das automatisch gemacht? Wo zum Henker kommt jetzt die Servolenkung rein? Vielleicht gucken wir mal schnell hier. Die Lenkung ist sie doch... Türen. Elektronisch müssen doch oder zu Armaturenbrett. Ventilelemente? Nee, das kommt nicht hier. Alle Slots, das haben wir. Wassergekühlte Schweißen. Nee, das machen wir nicht bei allen. Lenkeinheit. Beim Motor ist das drin. Ja, logisch. Ja, macht auch Sinn. Aber.
Ist das wirklich so? Ist der hier drin? Lenkrad ist einfach da drin. Das Lenkrad ist zwar einfach da drin, aber keine Servolenkung. Also nochmals. Lenkrad. Müsste ja eigentlich dann hier sein, hä? Servolenkung. Tja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Wo wird das montiert? Kohlemäßig? Okay, sieht gut aus. All das. Gibt's hier Mängel? Ja. Alarmanlage ist nicht drin. Elektrische Fensterhebe nicht drin. Zentralverriegelung ist nicht drin. Und die Servolenkung ist nicht drin. So, das heißt, das sind alles einzelne Elemente, die fehlen. Die fehlen halt einfach. Und diese Teile müssen wahrscheinlich hier gemacht werden. Die kommen hier nicht rein. Die kommen hier nicht rein. So, jetzt haben wir hier gesagt, hier machen wir noch die Wasserkühlung rein. Dann ist der Hoppala ein bisschen schneller unterwegs. Das heißt, wir hätten Motor montieren, aber Spezialsachen sind nicht drin. Die sind nicht drin. Das ist jetzt eine gute Frage. Meine, was kostet uns das, wenn wir das schnell kaufen? Denk mal, also Lenkeinheit. Müssen wir das denn auch noch machen? Also wir brauchen ja zum Beispiel Zubehör montieren brauchen wir ja nicht mehr. Oder? Da haben wir alles wegmachen können, weil wir haben die einzelnen hier. Am Ende haben wir noch das Armaturenbrett. Das Armaturenbrett unterscheidet sich aber nochmals im Innenraum montieren. Dann haben wir noch Bedienelemente fertig montieren. Da haben wir nochmals eine Unterteilung. Aber heißt das Bedienelemente, ist das noch separat? Also das heißt, wenn ich Armaturenbrett könnte ich wegmachen. Und dann könnte ich Innenraum montieren nehmen. Das Doofe ist, man sieht halt ja nicht, was hier montiert wird. Wisst ihr was? Das kostet 19.000, das kostet 18.000. Das stellen wir jetzt einfach mal schnell hin. Nein, wir lassen trotzdem laufen. Jetzt will ich gucken, was hier... Also hier wird benötigt Fahrer-Airbag, früher Bestandsaufbau, Heizung. Okay, und hier... Turmbrett aus Holz. Innenraumbeleuchtung. Also der Innenraum montieren bringt uns herzlich wenig. Da haben wir nichts. Aber das hier, Bedienelemente. Ja? Okay, Fahrer Airbag. Heizung. Das ist alles hier auch drin. Fahrer Airbag und Heizung. Das wäre alles mit von der Partie. Gut, das ist kein Problem. Ja, jetzt kommen halt dann die Sachen, die drin sein müssen. Hä? Die machen wir noch gar nicht. Die machen wir noch gar nicht, von dem her. Auch nicht so schlimm. Okay. Lenkrad fertigen haben wir jetzt auch noch. Leute, da brauche ich eure Support-Arbeit. Also eigentlich alles, was ich beim Armaturenbrett montieren habe, habe ich bei den unteren auch. Also Innenraum montieren und Bedienelemente. Da habe ich alles auch.
Also Fahrerairbag und Heizung kommen bei Innenraummontierung bzw. bei den Bedienelementen wieder vor. Die Servolenkung. Diese Fahrzeuge haben alle nicht installierte Ausstattungen. Alarmanlage, elektrische Fensterhebe, Zentralverriegelung und Servolenkung. Gehen wir mal schnell schauen. Produktionsslots. Wir gehen zu den Teilen. Dann haben wir gesagt Servosystem. Und wo wird das produziert? Ist das überhaupt hier gedacht? Ausstattung vielleicht? Oh, warte. So. Was war das? Servolenkung. Servolenkung, hier. Okay, aber es steht halt im besten Willen nicht wo. Wo das produziert wird. Ist aber auch drin. Meine Servolenkung ist ja auch drin. Eine Fahrzeugoption, wähle aus, in welchen deiner Fahrzeuge ist ja auch drin. Oder haben die M-Versionen, die Mittelklasse, vielleicht schon ein Problem? Gucken wir mal schnell. Ist das ja die Mittelklasse? Aha, die Mittelklasse ist hier am Reklamieren. Und die Kompaktklasse. Also, wir haben die Mittelklasse. Alarmanlage, elektrische Fensterheber. Also, gehen wir mal dahin. Zentralverlieb, also. Alarmanlage, elektrische Fensterheber. Bei Kompaktwagen. M. Alarmanlage ist ja drin. Aber nicht installiert? Alarmanlage? Wo ist sie denn? Merkmale. Ja, aber nicht installiert. Elektrische Fensterheber ist auch nicht. Zentralverriegelung und Servolenkung. Suche nach einem anderen Körperbau. Okay. Okay, also wo kommt Alarmanlage rein? Ein bisschen überfordert, merkt man es? Nö, ich glaube es nicht. Elektronische Komponenten. Elektrische Komponenten und Computer. Mach mal schnell hier elektrische Komponenten und Computer. Ne? Mach mal schnell einfach zum Gucken, was hier alles reinkommen würde. Wir haben Soundanlage, Navi und hier. Das sind alles Sachen, die sind hier auch drin. Navi-Soundanlage. Oh, wow, 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 wow. Das Export, das brauchen wir nicht. Doch unter Zubehör sein. So, jetzt machen wir mal schnell. Das können wir sicherlich auch machen, oder? Lenksäule montieren. Hier haben wir ja. Wir machen. Oh, wow. Das ist schon 23.000. Egal. Komm, jetzt machen wir mal schnell. Wir haben ja hier Lenkrad montieren, Lenksäule montieren. So.
Und jetzt machen wir mal schnell Lenkeinheit. Einfach mal schnell reinknallen. Dann haben wir Lenksäule. Und wir haben Lenkrad. So. Und jetzt gucken wir mal, was die alles brauchen. Da wird einfach Lenkeinheit gemacht. Die Lenksäule. Dann haben wir hier die Lenksäule separat. Und was haben wir hier noch? Aha. Lenkrad. Das brauchen wir. Beheiztes Lenkrad. Servolenkung. Früher Bestandsaufbrauch. Elektrische Lenksäulenverstellung. Das hier brauchen wir. Lenkrad montieren. Und nicht nur Lenkeinheit. Weil hier kommt einfach nur die Lenksäule. Vielleicht machen wir die Lenksäule separat auch noch. Ja, ich glaube, diese beiden brauchen wir. Hä? Also wir brauchen das und das. Wahrscheinlich. Nehme ich mal an. Ich weiß es nicht. Lenksäule, ja. Bringen wir das rein hier? Ne, das bringen wir eben nicht rein. Wir müssen hier alles wieder verstellen. Gut, also den können wir wieder eliminieren. Die Lenkeinheit, die brauchen wir nicht. Aber diese beiden Sachen hier. Diese beiden Sachen, die bräuchten wir ziemlich sicher. Hier braucht er ein Lenkrad. Hier wird ein Lenkrad benötigt. Und hier wird ebenfalls eine Lenksäule benötigt. Also eine Lenksäule und ein Lenkrad. Was wir hier nicht haben. Hier haben wir beheiztes. Wir haben elektrische Lenksäulenverstellung. Wahrscheinlich, vielleicht reicht auch das alleine. Ich bin überfordert, Leute. Ich bin total überfordert. Lenkrad montieren, das würde einfach mehr Optionen geben. Beim anderen haben wir nicht allzu viel. Aber die Lenksäule würde dann fehlen. Die Lenksäule würde fehlen. Lenkrad montieren, Lenksäule. Und hier ist Lenksäule und Lenkrad. Also dann bräuchten wir diese beiden. Brauchen wir diese beiden, die müsste man nachträglich hier einsetzen. Okay. Würde bedeuten, dass wir alles ein bisschen schieben. Ich meine, wäre ja möglich. Das wäre absolut möglich, wäre kein Thema. Dann müsste man... Dann bräuchte man das vielleicht nicht mehr. Oder das könnte man... Ah, kann man das? Nee, kann man nicht. Das würde durchflutschen dann. Dann müsste man das hier vorne machen. Wenn man das vorne einfügen würde. Und dann geht es noch Motor montieren. Restliche Sachen. Sollen wir das mal versuchen? Meine Kohle haben wir. Kohle haben wir. Wir werden das Teil jetzt mal. Wie lange braucht er denn? 5 Minuten. 5 Minuten, okay. Den verschieben wir mal. Oh. Und packen den hier rein. Mal schnell Pause. Ist die Frage. Wir suchen es einfach mal, ich weiß es nicht. Ich kaufe das jetzt alles mal. Wow, der kommt aber gar nicht nach. Lenkrad importiert. Ja, siehste? Jetzt geht's los. Voraussetzung des nächsten Slots nicht erfüllt. Lenksäule montieren. Siehst du, das ist der nächste Slot. Lenksäule montieren ist der nächste. Und erst dann kommt das Lenkrad. Macht ja eigentlich auch Sinn. Macht ja auch absolut Sinn. Okay, das heißt,
Wir werden Lenksäule hier zuerst reinpacken und dann das Lenkrad. Okay. Wir schieben den nochmals. So, dann nehmen wir zuerst die Lenksäule. Pack das mal schnell weg. Den auch weg. Kommen dann hier wieder zurück. Ich nehme den noch. Gehen wir da ran. Wir versuchen es einfach. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Förderband. So. Oh Mann. Oh Mann. Dann haben die ja natürlich weniger. Dann geht es noch länger dann. Okay, gut. Wir haben früher das Bestandsaufbau. Da haben wir alles. Und jetzt müssen wir das Ganze noch verbinden. Halt, halt. Es klappt immer noch nicht. Voraussetzung des nächsten Slots nicht erfüllt. Reifen montieren. Mann, Mann, Mann. Leute, 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 ihr macht mich fertig. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Also ich muss den ganzen Motor auseinandernehmen. Ich muss den ganzen Motor auseinandernehmen. Das heißt, vier Leute hier. Kühler montieren. Fünf. Sechs. Okay. Ich hab's verstanden. Das behalten wir. Na, das behalten wir. Die Kohle haben wir. Die Kohle haben wir. Gut, also zack. Mal verschieben alles. Wir verschieben mal alles. Der Reihe nach. So, ich glaube, Lenkrad kommt tatsächlich ganz zum Schluss. Ne? Gut. Machen wir mal alles hier weg. Machen das jetzt mal weg. Gewinnen ja ein bisschen hier wieder was dran. So, hier kommt nichts mehr. Dann nehmen wir das auch alles weg. Gibt ja ein bisschen Kohle, hä? Nicht allzu viel zurück, aber ein bisschen. So. Ich könnte natürlich auch das Abbruchteil nehmen. Würde wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen. Hä? Okay, also Motor. Antriebsstrang montieren. Ja, gut. Müssen wir halt irgendwie hier oben das Ganze hinknallen. Versuchen zumindest. Sollte passen hier. So, Antrieb. Kühler. Soll ich überall einen Abstand aus? Ja, ich nehme überall einen Abstand. Auspuff. So, Auspuff, Radeinheit. Radeinheit haben wir auch schon wieder. Bremsen montieren sind auch noch mit dabei. Ja, haben wir schon mal Bremsen, Räder, Reifen. Ist alles separat. Gut, dann statt Räder, dann machen wir halt alles einzeln. Nachher ist alles fertig. Ne? Okay, dann nehmen wir mal Bremsen montieren. Räder montieren. Reifen montieren. Okay. Jetzt sind wir bei Reifen. Und jetzt kommen noch diese beiden Lenksachen. Also Lenksäule. Plus auch noch das Lenkrad. Gut, dann können wir den auch wegmachen. Das Ganze schieben wir alles eins runter. Ich lasse das kurz laufen. Dass ein Fahrzeug hier noch wegkommt. Gut. Stoppen wir wieder. Und jetzt verschieben wir alles ein paar Sachen runter. So, nicht allzu schlimm.
Dann können wir nachher noch den und den hier hinten schön in die Reihe einsetzen. So, was habe ich gesagt? Schieben wir wie viel runter? Wir könnten eigentlich so machen. Dann müssen wir um eine Position schieben. Um eine Position. Oh nein, den hätten wir eigentlich sein lassen können. Ja, nicht. Ja, kein Platz. Aber keinen Platz. Wir schauen mal, wie es funktioniert. Ich weiß es nicht. Wir sind ja auch da zum Lernen, hä? Im Endeffekt. Gut, jetzt machen wir mal schnell Ressourcenförderung. Frage ist. Er ist noch nicht verbunden. Na gut, die blinken einfach so noch ein bisschen, hä? Nein, der fehlt hier noch. Okay. Und dann noch die Förderbänder. Hier da aufpassen, da kommt er hoch. Klappt das, Leute, klappt das? Ich weiß es nicht. Wir machen nochmals eine Pause. Gucken wir uns schnell hier rein. Für Bestandsaufbrauch. Bestandsaufbrauch. Müssen wir alles schauen, was wir. Ja, siehst du, Tempomat hier. Jetzt können wir auch den Tempomat hier einfügen. Für Bestandsaufbrauch. Hightech-Reifen. Reifen, 5 Rad. Ja, jetzt können wir alles hier ausstatten, jeden einzelnen Krimskrams hier. Ich hoffe, die Autos laufen aber auch durch. Meine Herren, ich warne euch. Ich warne euch. Nicht ein Fehler jetzt. Okay. Nice. Nice, Leute. Perfekt. Perfekt. Es funktioniert. Nächster Slot nicht gefunden. Aber verbunden. Tut mir leid. So. Wow. Cool. Ja, wir haben ein bisschen überzogen. Tut mir leid. Aber dafür haben wir das Ding jetzt endlich geschaukelt. Wir haben den Motor. Wir haben den Motor endlich auseinandergenommen. Beziehungsweise können jetzt alles einzeln machen. Ich hoffe jetzt aber auch, jetzt ja die Mitglieder oder die Mitarbeiterzahl steigt natürlich. Trotz allem haben wir jetzt alles ausgestattet oder einen großen Teil ausgestattet. Also Servolenkung wird jetzt nicht mehr kommen. Das haben wir zumindest mal beseitigt. Jetzt kommt schon die erste Störung. Toll. Das haben wir jetzt schon mal beseitigt und die restlichen Aktivitäten hier, also Motor haben wir, wie gesagt, haben wir jetzt gemacht. Und jetzt kommen dann die nächsten Sachen, vielleicht Zubehör. Müssen wir vielleicht noch ein bisschen auseinandernehmen. Vielleicht hier beim Armaturenbrett können wir noch Innenraum und Bedienelemente. Ich glaube, die können wir hier noch irgendwie auseinandernehmen. Dann brauchen wir Armaturenbrett nicht mehr. Vielleicht. Weil hier werden Innenraum montieren und Bedienelemente montieren. Das können wir noch auseinandernehmen. Und dann passt das auch. Dann können wir hier wahrscheinlich auch noch ein paar weitere Sachen ergänzen. So, das machen wir beim nächsten Mal. Hier hat es dann nichts mehr. Hä? Und Elektronik, wie gesagt, da haben wir
Elektrische Komponente im Computer, das müssen wir nicht auseinandernehmen. Brauchen wir hier nicht und der Rest wird wahrscheinlich dann irgendwo Karosserie sein. Hier Türen montieren, Scheiben, Außenspiegel, Türverkleidung. Hier können wir dann elektrische Sachen dann einfügen. Das ist dann hinten, also das werden wir fortlaufend dann machen. Bei denen werden wir hier diese Aktivität dann starten. Okay, in diesem Sinne, es geht auch weiterhin nach oben, sehr schön. Machen wir einen Cut hier. Besten Dank fürs Zusehen. Ich habe überzogen, tut mir leid. Ja, dafür hatten wir es am Ende dann doch hingekriegt, wie es funktioniert. In dem Sinne, nochmals besten Dank fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Peggy. Bye, bye.